Dankeschön für die beiden Einführungen. Ich muss mal kurz hier mein Konzeptpapier auf Vordermann bringen. Sie werden jetzt von mir etwas zur Aktualisierung kybernetischen Lernens hören. Ein für mich etwas ungewohntes Format, weil ich hier tatsächlich nicht so streng medien- und computerarchäologisch wie bisher vorgehen werde, sondern ich werde auch ein bisschen Archivarbeit präsentieren und vor allem, ich nenne es jetzt mal Denkarbeit präsentieren. Deswegen, das ist aber auch nicht der Grund, warum das hier Medienwissenschaft heißt. Also das ist nur ein Tippfehler. Ich hoffe, ich habe nicht noch mehr übersehen. Deswegen mal schnell zur nächsten Folie, wenn mir das gelingt. So, was will ich heute Abend Ihnen vorstellen? Ich werde Ihnen etwas über unsere eigene Geschichte im Zusammenhang mit dem IFK, also dem Institut für Kybernetik, berichten. Also wie haben wir die kennengelernt, was haben wir da gemacht, da haben verschiedene Dinge stattgefunden, die will ich hier gerne nochmal rekapitulieren lassen, weil das jetzt in gewisser Weise zu einem Ende kommt durch die Übergabe der Objekte, die wir von dort bekommen haben an das Deutsche Technikmuseum. Und dann will ich Ihnen das, den zentralen Gegenstand vorstellen, den MORE, Modellrechner. Ich werde versuchen, das so ein bisschen zu rekonstruieren aus den Unterlagen, die ich bekommen habe, woher stammt der überhaupt? Warum wurde der gebaut? Wofür war der gedacht? Wer hat ihn gemacht? Um dann zu etwas Interessantem zu kommen, das ist diesmal ausnahmsweise kein Tippfehler, das dann K steht, nämlich eine Wortschöpfung von Helmer Frank selbst, der versucht hat, oft deutsche Begriffe zu finden für schon bereits eingeführte amerikanische oder anderssprachliche Begriffe und der sich eine Computerkunde vorgestellt hat, die sozusagen die Informatik umfasst, aber wesentlich mehr, die sozusagen eine Obermenge der Informatik ist, zu der aber auch noch andere Disziplinen und Denkweisen dazugehören. Um das dann mit meinem eigenen Konzept, was wir hier praktizieren an der Humboldt in der Medienwissenschaft, nämlich dem medientechnischen Wissen, parallel zu führen, um zu schauen, was gibt es da für Ähnlichkeiten, wo gibt es Unterschiede und zum Schluss dann doch nochmal Computerarchäologie und zwar, wenn es um die Frage geht, wie haben wir das, was wir hier an den Dingen konstruktiv gemacht haben, also nicht nur gelesen und gelernt haben, wie haben wir das gemacht, welche Methoden haben wir dabei angewandt, wie sieht also unser Geschichtsverständnis hier aus, wenn es daran geht, operative Medien zu öffnen. So, jetzt habe ich schlauerweise hier keine Notizen gemacht, wann ich die nächste Folie aufrufe, das ist aber nicht so schlimm. Wir haben, um das nochmal Revue passieren zu lassen, die erste Beschäftigung mit dem IFK reicht bei mir zurück in das Jahr 2016. Da bin ich Gastprofessor in Paderborn an der dortigen Institut für Medienwissenschaften gewesen und habe den Lehrstuhl vertreten für Medien, Algorithmen und Gesellschaft. Und wurde aber von Wolfgang Ernst schon darauf hingewiesen, gehen Sie doch mal zum Institut für Kybernetik. Er war nämlich vorher schon mal da und schauen sich das an. Und den Aufruf habe ich wahrgenommen, bin dorthin, habe die Frau Baranowska-Frank kennengelernt, die den Nachlass von Helmer Frank dort verwaltet und das Institut für Kybernetik am Laufen hielt, so gut wie es noch ging. Dann haben wir nach meiner Rückkehr 2017 eine erste Exkursion dorthin unternommen, im Sommer, um uns das mal gemeinsam anzugucken, also eine studentische Lehrstuhlexkursion, war jetzt nicht so sehr gut besucht, aber nichtsdestotrotz sehr ergiebig. Wir haben uns auch das Heinz-Nixdorf-Museumsforum noch angeschaut und sind auch zu den Archivalien, die innerhalb der Paderborner Universität von Helmer Frank eingelagert sind, gekommen und haben uns da noch ein bisschen umgeschaut. Was daran gipfelte, dass nämlich, und das kam schon aus den Vorbesprechungen heraus, dass das Institut für Kybernetik aufgelöst werden sollte, / musste, und die Archivalien irgendwo hin sollten, am liebsten irgendwo anders als ins Altpapier hin. Denn das war die Option 2, dass alles im Altpapier landet und vom Schrotthändler abgeholt wird. Denn das Gebäude, aus welchen Gründen auch immer, wurde irgendwie anders benutzt. Und da habe ich mit Professor Ernst Rücksprache gehalten und wir haben uns entschlossen, die Sachen erstmal hier nach Berlin zu holen, um dann zu schauen, wie man weiter damit verfährt, um eben auch diese Aktualisierung kybernetischen Denkens Material als Grundlage zu geben. Und tatsächlich haben wir die dann im November 2017 abgeholt mit einem Transporter auf eigene Kosten und aus eigener Kraft. Und hier bei einer Session, bei der vielleicht der ein oder andere, der hier sitzt, mag anwesend gewesen ist, vorsortiert. Daneben an im Seminarraum Nummer 07 haben wir alles auf den Tischen verteilt und richtig sortiert, was ist Esperanto, was ist Informatik, was sind Schriften des Instituts, was sind irgendwelche merkwürdigen Sachen wie Enid-Blyton-Romane, Fünf-Freunde-Romane, Heideggers Sein und Zeit mit Originalpostkarten, Gruß von Heidegger dabei und so weiter und so fort. Um das dann im Rahmen dieser Kurztagung 2018 zur Aktualisierung kybernetischen Denkens, die eine Art Kick-Off darstellen sollte für ein zu gründendes Forschungsprojekt, zu dem es bislang noch nicht gekommen ist, hier auszustellen, hier nebenan im Atrium, hier sehen Sie, das ist ein anderes Foto, auszustellen und darüber zu reflektieren, über die Aktualisierung kybernetischen Denkens. Da waren also verschiedene Institute der FU und der HU beteiligt, hier gemeinsam zu überlegen, was ist von der Kybernetik jetzt noch im Schwange.
Danach haben ich und der Herr Groth, der mit mir als Techniker im Signallabor oft zusammenarbeitet, nochmal eine Exkursion ans Heinz-Nixdorf-Forum unternommen. Wir wurden eingeladen, eine lange Nacht der Wissenschaft teilzunehmen, um dort braunen Elektron-Leerbaukästen vorzuführen. Die haben die Leute auch, da war ordentlich Betrieb bei unserem Stand, aber die Hidden Agenda war, wir gehen nochmal ins Archiv von denen und gucken, was haben die denn eigentlich noch an Technik vom Institut für Kybernetik. Und tatsächlich haben wir noch einen Schwestercomputer vom Moore gefunden, der dort stand. Und dieser Schwestercomputer war im Besitz eines Lochkartenlesers. Und den haben wir uns ausgeliehen, samt einer Kiste von Lochkarten, denn der wurde hier reverse-engineert. Der liegt da vorne, den können Sie sich nachher angucken. Ich sage da noch ein, zwei Worte dazu. Frisch zurückgekehrt haben wir im Oktober 2018 und davon, das zeigt dieses Bild, den Modellrechner beim Vintage Computing Festival in Berlin ausgestellt. Und die Leute konnten sich das Gerät angucken, sie konnten nicht damit experimentieren, so wie sie es heute auch noch nicht können. Dazu komme ich später noch, denn er funktioniert nur im Prinzip. Also er nimmt Strom an und einiges leuchtet, aber die Programmierung, Sie wundern sich, Sie haben alle Programmierzettel in der Hand. Programmierung läuft noch nicht so, wie man sich das denkt, denn Applied Cybernetics ist was anderes als Cybernetics. Da kommen wir noch dazu. Herr Groth hat im Dezember 2018 dann die Lochkarteneinheit nachgebaut und richtiges Retro-Computing betrieben, weil wir dort natürlich auch Techniken einsetzen konnten, die es in Anfang der 70er Jahre, 1973, wann der Elfer gebaut wurde, zu dem Preis noch nicht gab und auch mit der Genauigkeit und Präzision. Wir mussten sogar teilweise so ein bisschen das machen, was man Retro-Fitting nennt. Das heißt, wir mussten schauen, dass die Spannungspegel, die hier an dem Lochkartenleseport anliegen, dass die in etwa mit dem, was wir benutzen wollen, zusammenpassen, damit unser hochsensibles Gerät da reinpasst. So, und zu guter Letzt, 2019 im September haben wir dann die Archivalien gesammelt, nachdem wir sie einmal kurz mit Wasser bespritzt hatten, durch einen Wasserbruch hier im Haus ans Deutsche Technikmuseum gegeben. Ich muss dazu sagen, es ist nur ein einziges Buch wirklich kaputt gegangen, obwohl wir hier einen Wasserschaden hatten, das muss man erstmal schaffen. Die Menge an Büchern und der Raum ist auch vollgelaufen mit Wasser, ein einziges Buch ist dabei kaputt gegangen. Was waren denn das für Bücher? Insbesondere zum Moore möchte ich kurz was sagen. Der Moore-Modellrechner wird in verschiedenen Büchern des Instituts für Kybernetik erwähnt. Natürlich in der hauseigenen Zeitschrift Grundlagenstudien aus Geisteswissenschaft und Kybernetik gibt es etliche Beiträge, aber es gibt unter anderem eine Dokumentation zur Entwicklung eines Freiwahlautomaten am Institut für kybernetische Pädagogik von 1978 von Herrn U. Ehnke und anderen herausgegeben. Dort ist ein recht ausführliches Kapitel mit einer Lehrevaluation enthalten. Unter anderem ein Bericht über den Rechnerkundekurs, den Dr. Simons 1973 durchgeführt hat, und Erfahrungsbericht über Informatikkurse mit Moore, ebenfalls von Dr. Simons 75, mit Evaluationsbögen, die von sowohl den Lehrkräften als auch von den Schülern ausgefüllt wurden. Weiterhin gibt es vom FEOL 1973 eine Handreichung von Herrn Professor Lobin. Ich meine, der ist sogar hier in Berlin. Der Herr Lobin, ich müsste mal schauen, ich meine, ich hätte mal eine Webseite gesehen, dass der hier noch in Berlin ist, hätte ich vielleicht noch einladen können. Rechnerkundekurs AB mit Moore, ein richtiges Lehrwerk. Allerdings haben wir das nicht in gedruckter Form, sondern tatsächlich als so eine Art Druckvorlage, das ist sehr viel in den Archivalien drin gewesen, in Form eines Aktenordners gewesen. Und schließlich dieses schöne Buch hier, 1972 erschienen von Helmer Frank und Ingeborg Meyer, Rechnerkunde. Ne, offensichtlich, wie es auch hier im Vorwort steht, im Hochdruckverfahren, also mit hoher Geschwindigkeit publiziert und veröffentlicht worden, weil man wohl zu dieser Zeit etwas vorhatte mit dem Modellrechner. Man wollte ihn sozusagen schnell in die Gang bringen. Weiterhin Dokumente, nur kursorisch drüber, vom Institut für Kybernetik von 1975, Definition für einen Rahmenlehrplan und für weitere Projekte, die mit Computern im Unterricht geplant sind. Und es gibt ein großes, man könnte fast sagen, eine Art von medientechnischem Überbau, zu dem dieser Moore eben auch dazugehört, der also Kybernetik in die Schule bringen sollte und der insbesondere aber auch Rechnerkunde und Informatik in die Schulen bringen sollte. Da konnte man sozusagen 1971, 70 noch mit den Hufen scharren, um etwas zu machen, was jetzt mittlerweile situiert ist durch Curricula, die landesweit bestimmt sind. In einigen Bundesländern gibt es Informatikunterricht, in anderen nicht. Aber man könnte jetzt nicht heute mit einem völlig neuen Ansatz daherkommen und sagen, das machen wir jetzt so und das ist unser Vorschlag. Frau Meyer hat selbst Unterricht damit durchgeführt. Der Modellrechner ist im Prinzip auch für sie konstruiert worden, auf ihre Bedürfnisse hin. Und sie hat deswegen auch einen ganzen Stoß Arbeitsblätter herausgegeben, einen Rechnerkundekurs C, der sich auch in den Unterlagen befindet. Von jemandem, den ich nicht kenne, gibt es etwas Hochinteressantes. Und zwar im Rahmen auch dieses Baccalaureus-Großprogramms ist ein Moore-Simulationsprogramm entstanden, das bis zu 30 Moore-Einheiten auf einem Nixdorf N820-Computer simuliert. Und das ist
schon Anfang der 70er Jahre geplant gewesen. Und in diesem Dokument ist das komplette Assembler-Listing der Moore-Simulation auf dem Nixdorf N820. Das heißt, man hat im Prinzip damals schon daran gedacht, das Gerät nicht nur in Realita als echte Maschine in den Unterricht zu bringen, sondern dort, überall dort, wo das nicht gekauft werden konnte, mit Simulationen weiterzuarbeiten. Ob sich eine Schule, die sich einen Moore nicht leisten kann, allerdings einen Nixdorf N820 wird leisten können. Ich habe Fotos von dem dabei, habe ich aber jetzt hier nicht gezeigt, steht auf dem anderen Blatt, aber vielleicht gab es da irgendwelche Leasing-Geschichten, weil ich nämlich auch Unterlagen gefunden habe, dass Nixdorf wesentlich an der Finanzierung der Entwicklung dieses Prototypen beteiligt gewesen ist. Das heißt, die hatten nach dem Umzug des Instituts für Kybernetik aus Berlin, von der Pädagogischen Hochschule nach Paderborn, schon ein enges Entanglement, könnte man sagen, mit Nixdorf zusammen Computer in die Schule zu bringen. Also gibt es da wahrscheinlich irgendwie ein Leasingmodell oder so. Dazu müsste aber jemand mal die Archivalien weiter umgraben und befragen. Und zu guter Letzt, ans Dokumente habe ich von einem Herrn oder Frau Wehrmann von 1972 einen Zwischenbericht zum Projekt DV im Bildungswesen, der unter anderem einen umfangreichen Fragebogen für Lehrer zum Moore-Projekt enthält. Aber nicht ausgefüllte Fragebögen, alles blanko. Schade, hätte ich gerne gesehen, wie so eine Evaluation ausfällt. Ist aber vielleicht auch ein Indiz dafür, dass es nie tatsächlich im Klassenzimmer gestanden haben könnte. Ja, die Objekte, die wir von dort mitgebracht haben, das sind einige, nicht viele, aber einige. Ein Papiercomputer namens Gabriela, der steht noch oben bei mir im Büro. Dann ein paar Promenta Boys haben wir mitgebracht. Sehr, sehr viele Dias-Filme und so weiter und so fort. Aber worum es hier natürlich zentral geht, ist der Moore. Das ist ein Prototyp, der hat über Jahrzehnte im Keller des Instituts für Informatik gestanden, Instituts für Kybernetik gestanden und hat kaum gelitten, sage ich jetzt mal. Also das Gerät ist elektrisch noch funktionsfähig. Wie Sie sehen, hier leuchtet noch einiges. Es geht davon aus, dass ein paar Kontakte, insbesondere an den Schaltern, nicht mehr so gut sind, sodass man sich den im Moment so noch nicht benutzen kann, wie er hier steht. Nichtsdestotrotz war er gut gelagert. Zu diesem Modellrechner gab es keine Lochkarteneinheit, obwohl das Schild, das dabei war, das müsste man mal wieder festkleben, sagte automatisch autonomes Moore-Demonstrationsgerät mit Lochkartenleser. Also hier ohne Lochkartenleser. Die Lochkarten haben wir dann und den Leser, wie gesagt, im Heinz-Nixdorf vorbekommen und das sollen die Lochkarten gewesen sein. Das war so ein ganzer Karton mit dem Lesegerät und einem riesigen Stapel Lochkarten. Musste man da keine Angst haben, dass die durcheinander geraten, weil der Speicher des Moore so klein ist, dass sowieso ein Programm pro Lochkarte, mehr hätte da gar nicht reingepasst. Das heißt, die konnten auch ruhig durcheinander kommen. Hier steht aber auch nicht drauf, was es für ein Lochkartensystem oder was für ein Programm da drauf ist, also weder vorne noch hinten. Ich habe mir erlaubt, ein Exemplar einzubehalten. Vielleicht schicke ich es aber noch mit, wenn mein schlechtes Gewissen ausreicht, noch mal da hinten. Jetzt muss ich es, das wäre hier gefilmt. Okay, also ich schicke das dann demnächst nach Paderborn. Hier steht noch drauf, Forschungs- und Entwicklungszentrum für objektorientierte Lehr- und Lernverfahren, also FEOL, Paderborn, GmbH. Das ist aber gar nicht für den Moore. Das haben wir reverse-engineert mit unseren Gehirnen, um herauszufinden, dass was hier drauf ist, ist alles nur kein Assembler. Und erst recht kein Assembler für dieses Gerät. Komme ich noch dazu. So, das waren die Objekte und dann, wie gesagt, der Lochkartenleser selbst. 2018 hat dann hier gesagt, wie gesagt, der Workshop stattgefunden, Aktualisierung kybernetischen Denkens, mit einem Vortrag von mir zur Programmierung oder zumindest zum Systemaufbau und zur möglichen Programmierung des Modellrechners und einer Ausstellung des Modellrechners im Signallabor. Da haben wir in den Kaffeepausen uns das Gerät mal angeguckt, mal aufgeklappt, können wir hier auch gleich nochmal machen. Und dann, wie gesagt, 2018 die Vorführung im Signallabor. Jetzt sage ich mal ein bisschen was zum Moore selbst. Ah, hier, das ist übrigens ein Foto von dieser Ausstellung, die war wesentlich größer. Hier ist Herr van Treekalp drauf, aber wir haben leider nicht so viele Fotos. Hast du mehr Fotos gemacht von der Ausstellung? Ach, schade. Also ich habe 2, 3 Fotos von der Ausstellung gefunden, die wirklich sehr sorgsam kuratiert war von unserer damaligen Studentin, die sich darum gekümmert hat. Das ist hier der Moore, wie er im Signallabor steht. Das könnte sogar Herr Groth sein, ich erkenne seinen Schlüsselbund. Und hier hinten aufgeklappt ist der Moore, das heißt, den könnte man dann so hoch ganz hinstellen. Den Monitor haben wir zur Fixierung benutzt. Was ist das für ein Gerät, der Moore? Wie schon gesagt, gehört in den Kanon des Baccalaureus Lehr- und Prüfungsautomatensystems, das am Institut für Kybernetik und an der Pädagogischen Hochschule ab 1968 entwickelt wurde. 65 schreibt Helmer Frank in einem Text allerdings, haben bereits die Vorüberlegungen zum Einsatz von Computern in der Schule stattgefunden. Wenn man überlegt, was 65 für Computer in dem Format, die man in die Schule bringen kann, existiert haben, dann können das nur theoretische Vorüberlegungen gewesen sein. Also es werden kaum dedizierte, frei verkäufliche Systeme gewesen sein, die man am Markt bekommt, sondern da musste zwangsläufig was Eigenes daher oder man musste irgendwas leasen, wie von Nixdorf. Zu diesem System gehören das ETSE,
Das ist im Prinzip nichts anderes als eine Schreibmaschine, die per Fernübertragung bestimmte Tasten blockieren und freigeben lässt. Das ist ein System, und wir haben Herrn Neufert hier, vielleicht kann er mich nachher noch ein bisschen korrigieren, wenn ich irgendwas falsch gelesen habe oder auch gar nicht richtig verstanden habe, ein System, das ein Dialogsystem mit einer EDV ermöglicht hat, über Tastatur Antworten auszuwählen und Tasten zu sperren, nicht zu sperren. Also im Prinzip der Einsatz von Medientechnik im Unterricht. Dann Examinator 1970, habe ich leider nichts dazu gefunden. Der Educator, den haben wir hier. Und hier sehen Sie, das ist schon ein Bildschirmgerät, aber täuschen Sie sich nicht, das ist kein Monitor, sondern es gab viele Geräte, die in diesem Baccalaureus-System implementiert wurden, die entweder Sprachlaborgeräte waren, also wo es darum ging, dass akustische Daten übertragen, oder nicht Daten, sondern akustische Signale übertragen und ausgewertet wurden, im Sinne wie in einem Sprachlabor, oder auch manchmal Bild- und Filmdaten. Na, und dazu gehörte der auf jeden Fall auch. Der Educator von 1971 habe ich den auch fotografiert. Das ist übrigens, ja, das ist der, genau. Das ist übrigens, sind Bilder, die aus einer Bachelorarbeit stammen, die vor kurzem geschrieben wurde. Hat sich jemand da so bemüht, mal Elektronik oder nein, Unterricht mit Computern in Europa systematisch zu erfassen. So, und dann das Geromat-System, das offensichtlich also mehrere Ausbaustufen erlebt hat. Robimat haben wir heute schon mal gehört. Das ist hier unten ein System, das im Lehreinsatz ist, sogar ein Mehrplatzlernsystem. Und das ist tatsächlich, wenn ich mich richtig entsinne, ein akustisches, mit einem akustischen Feedback arbeitendes. Didakt von 1965, das habe ich jetzt hier nicht. Mit hier auch nicht, in der Robimat 3. Der ist auf jeden Fall da. Das hier ist, das ist der Geromat 3, das ist der Robimat. Und Iterator, da hatten wir, glaube ich, vorhin im Signalabo kurz darüber gesprochen, ist in der letzten Ausbaustufe zumindest schon das voll ausgebaute Nixdorf-Computersystem gewesen. Also wo es schon darum ging, per Fernübertragung oder per vernetzten Computern mit einem richtigen Computer zu arbeiten. In diesem Zeitraum taucht auch unser Moore auf. Und es geht damit noch weiter. Also ich habe Projektnamen gefunden, die bis etwa Mitte der 80er, Ende der 80er Jahre reichen und die dann auch schon stärker EDV-basiert waren. Also wo es nicht mehr so darum ging, so Sprachlabor oder so Video-Connectivity herzustellen, sondern tatsächlich Computerunterricht zu machen. Und das Entscheidende bei Moore ist nun, dass Moore eben nicht nur ein Gerät war, um mit Computern zu arbeiten, sondern wie es im Vorwort des Buchs so schön heißt, erst lernen wir, was Moore ist, und dann lehren wir Moore. Also erst lernen, wie ein Computer funktioniert und wie er aufgebaut ist und dann ihm was beibringen. Lernen, lehren wir, könnte man fast dran denken, an den Satz. Aber der Moore-Computer war dazu da, einen Computer zu haben, um einen Computer im Unterricht kennenzulernen als Computer selbst. Das heißt, er war Gegenstand und Werkzeug des Lernens. Und das ist also ein ganz typisches Einsatzfeld für so einen Lerncomputer. Ja, es gibt ein paar wenige Unterlagen, ich weiß gar nicht, die ich gefunden habe, die ein bisschen was auch zum Preis beziffern. Ich kann nur mal ganz am Rande sagen, das Gerät hat in der Entwicklung, so wie es hier steht, damals 43.050 D-Mark gekostet. Also das Gerät hier, so wie es hier steht, 43.000 D-Mark, wovon natürlich der Großteil an die Technik entfallen ist. Und Sie müssen sich vorstellen, das sind jetzt natürlich nicht die TTL-Bausteine da drin, die so viel kosten, sondern das ist die Ingenieursleistung. Der Stundensatz ist da drin berechnet, das Gerät zu entwerfen, zu testen und aufzubauen. Wenn wir das nachher aufmachen, sehen Sie, dass da eine Platine drin ist, die nicht die schlechteste ist. Also das ist jetzt nicht irgendwie Handarbeit, handgefrickelt, sondern da hat man schon einen Platinendienst beauftragt. Ja, und wie sieht es mit der Realisierung aus? Sie sehen hier, hier sind übrigens dann die, hier ist sozusagen der Auftrag, der Entwicklungsauftrag von Helmer Frank und Herrn Kloschen unterschrieben. Wer damit beschäftigt ist und der Fräulein Meier, also der Ingeborg Meier, Frau Dr. Meier, hier steht Fräulein, deswegen sage ich es, wenn ich despektierlich klingen, dieses Gerät zur Verfügung zu stellen, damit sie daraufhin ein Lehrkonzept entwickeln kann. So, und das hier ist etwas ganz Interessantes, was ich eben in den Akten gefunden habe. Ein ganzer Stapel, deswegen erlaube ich mir das auch hier zu behalten, weil ihr noch 500 weitere davon habt, ein ganzer Stapel, ich gebe das mal rum, eines Prospektes der Firma Elfe Lehrgeräte Baukommanditgesellschaft, über die nichts rauszufinden ist. Das heißt, von dieser Firma hat wahrscheinlich nichts außer dieses Faltblatt existiert, die hier in Berlin und in Stuttgart ansässig ist. Und ich gebe das einfach mal rum. Und Sie werden feststellen, das Gerät hier drauf, hier vorne drauf, und das innen drin beschrieben ist, ist der Moore. Das ist der Moore, nur ein bisschen seriöser und schicker aufgebaut, aber mit denselben Funktionseinheiten, da ist auch eine Preisliste da drin und interessanterweise in zwei verschiedenen Ausbaustufen, nämlich einmal als Frontmodell 2000 und als Tischmodell 2000, also gedacht als ein System, mit dem der Lehrer arbeitet und das vernetzt ist mit Schülergeräten.
Und außerdem aus dem Fundus stammten diese Schablonen. Das ist eine ganz typische Handarbeit aus dem Institut für Kybernetik, wo man also was auf groß ausgedruckt hat, angemalt hat und ausgeschnitten hat. Es gibt ganze Mappen voll mit entworfenen Plakaten und so weiter und so fort. Und wenn wir diese Schablone mal hier drauflegen, dann stellen wir fest, passt nicht. Warum nicht? Weil die nämlich eben genau für das Tischgerät ist. Das heißt, es müssen Tischgeräte existiert haben, zumindest die Schablonen existieren. Ich habe eine ganze Auswahl hier an Schablonen. Was auf diesen Schablonen drauf? Das sind Ergänzungen zum Lehrwerk. Im Lehrwerk stehen Aufgaben drin, wie zum Beispiel programmieren Sie einen Binärzähler und verwenden Sie dazu Schablone 7c. So, dann deckt die Schablone alles ab, was man nicht wissen muss und legt alles frei, was man wissen muss für diesen Binärzähler. Dediziert diesen Computer sozusagen zu einer speziellen Maschine, um damit dann eine spezielle Aufgabe lösen zu können. Ja, warum betone ich das mit der speziellen Maschine so sehr? Weil der Moore nämlich tatsächlich ein Von-Neumann-System ist. Hier sehen Sie diese Folie nochmal, ein Von-Neumann-Computer mit einer Turing-vollständig ausgestatteten Programmiersprache. Das haben Sie ja vor sich liegen. Sie sehen, dass alles da ist, was ein richtiger Computer braucht an Programmierbefehlen, auch wenn es nicht viele sind. Das hier ist der Original-Lochkartenleser aus dem Heinz-Nixdorf-Forum, der da so eingesteckt war mit einer Karte. Und das hier ist das wesentlich sauberere und besser gearbeitete und noch über fast alle, hier sind diese Knöpfe drauf auf diesen Lampen, die fallen sehr gerne ab, wenn man den hin und her transportiert. Aber wir haben versucht, so viele wie möglich zusammenzusammeln, wieder drauf zu stecken. Aber in Paderborn sind die meisten noch da. Hier sehen Sie, hier fehlt nur eine. Ne? Historischer Hintergrund, wie sind wir nun an die Informationen gekommen, die wir gebraucht haben, um den Modellrechner Moore hier zu verstehen und sogar einen Lochkartenleser dazu zu bauen? Zum einen haben wir uns auf die Suche nach Manuals und Entwicklungsunterlagen und Schaltplänen begeben und ich kann Ihnen sagen, wir haben so gut wie nichts gefunden. Das Einzige, was einen Manual-artigen Charakter hat, ist das hier und die Zeichnungen hier drin weichen aber schon stark ab von dem, was wir dort sehen. Nichtsdestotrotz gibt es einige deutliche Hinweise darauf, dass das tatsächlich das Manual dafür ist. Es gibt so eine Art Architekturbeschreibung hier drin, die wir genutzt haben, um die Architektur erstmal zu verstehen, weil hinter dieser Architektur nämlich eine Didaktik steckt. Das ist ein Computer, der sozusagen aus Didaktik besteht und diese Didaktik spiegelt sich in der Architektur. Nämlich im ersten Teil des Buches schreibt Helmer Frank, was muss man über einen Computer wissen, und erklärt das Schritt für Schritt und sagt, dass das Moore-System so aufgebaut ist, dass man das wissen kann und lernen kann über den Computer. So, dann, was haben wir über den Aufbau und die Arbeitsweise des Computers in Erfahrung bringen können? Wie erhält man überhaupt Informationen über ein operatives System, wenn es gar nicht operiert? Wie in diesem Fall, wenn es gar nicht nutzbar ist. Und dazu habe ich eine Methode benutzt, die ich jetzt neuerdings Computerphilologie nenne. Das heißt, wir haben gelesen. Und wir haben uns beim Lesen in den Zustand eines Rechners versetzt. Um zu gucken, was würde der Rechner denn machen, wenn er auf so ein Problem stoßen würde, mit dieser Architektur und den Möglichkeiten, die technisch vorgegeben sind, wie würde der das Problem angehen? Habe ich dann später festgestellt, dass das, was Sie hier vor sich sehen, diesen mnemonischen Assembler, der ist nirgendwo so beschrieben, den habe ich mir ausgedacht. Nichtsdestotrotz, habe ich dann erst später gelesen, schlägt Helmer Frank vor, wenn man die Maschinensprache dieses Gerätes programmiert hat, also die ganzen Nullen- und Einserketten, die er in Schalterstellung umgebaut hat, dann soll man doch als didaktisch nächsten Schritt sich mnemonische Befehle ausdenken. Er schlägt vor, im Informatikunterricht einen Assemblierer zu bauen, also ein Gerät, das mnemonische Assemblerbefehle in Binärzahlenketten umwandelt. Die soll man nicht programmieren, wo auch drauf, es gab ja keine Computer da, sondern die soll man, wie man das früher in den 70ern ordentlich gemacht hat, im Kopf machen. Im Kopf die mnemonischen Assemblerbefehle in Nullen- und Einserketten assemblieren, weil man halt weiß, das ist der Befehlsteil, das ist der Adressteil und das ist der Datenteil. Also wie Sie es auf dem Ausdruck, den ich rumgegeben habe, sehen können. So, witzigerweise schlägt er das vor und geht sogar noch einen Schritt weiter. Wenn wir da mal angekommen sind, dann sollen wir mal daran denken, heute gibt es ja nicht nur diese 10, heute gab es 1973 schon nicht mehr so 10-Bit-Computer zum an die Wand hängen. Im ernsthaften Leben waren das richtige Großsystem. Und da sagte er aber ganz richtig, wir sollen sozusagen extrapolieren von diesem Zustand aus und sagen, und uns jetzt, wo wir wissen, wie ein Computer funktioniert, fragen, was müsste denn ein Computer in der heutigen Gesellschaft für Erfordernisse erfüllen? Auf allen möglichen Gebieten. Und dazu brauchen wir natürlich auch höhere Programmiersprachen und sozusagen als Arbeitsauftrag am Ende des Kapitels, entwerfen Sie doch mal eine höhere Programmiersprache, mit der Sie Ihre Algorithmen formulieren, die man nicht direkt in den Moore eingeben kann, wo Sie jetzt aber wüssten, wie man sozusagen kleinere Übersetzungen macht, sodass der Moore dieses Problem auch lösen kann. Das heißt, eine Art Ausblick. So, diese Methode, Frank, diese Methode
expliziert er nochmal. Ich stelle Ihnen jetzt aber erst nochmal den Rechner hier vor, bevor ich über die kybernetische Pädagogik spreche, die dem zugrunde liegt. Das ist das System, das uns aufmacht. Das besteht aus einer Karte, ich weiß gar nicht, hat das Format einen Namen? Ist das Europakarte? Nee, Europakarten sind ja die kleinen, ne? Das ist irgendwie so, ich sag mal, so ein bisschen größer als DIN A3. Verbirgt sich in diesem riesigen Gehäuse mit ein paar Strippen. Und wenn man sich das mal anguckt, stellt man fest, das sind alles TTL-Bausteine. Das ist kein Computer mit einem Mikroprozessor, sondern hier sind alle Prozessorfunktionen in Logikgattern realisiert. Baujahr ca. 1973, woher wissen wir das eigentlich, dass er von 1973 ist? Der jüngste IC auf dieser Platine ist von 1973. Das heißt, jünger kann er nicht, älter kann er nicht, doch, nee, älter kann er nicht sein, weil 1972 gab es noch keine ICs von 1973. Das ist sozusagen, man könnte fast sagen, unsere Radiocarbon-Methode, unsere Silizium-Methode, um herauszufinden, wie alt so ein Computer eventuell ist. Es könnte auch sein, dass man 1975, 73er Chips benutzt hat, aber nicht vorher. Es ist ein Digitalcomputer, so viel ist klar. Das sieht man auch an der, daran, dass es eben digitale Bausteine sind, die hier genutzt werden. Eine Von-Neumann-Architektur, woran haben wir die Von-Neumann-Architektur erkannt? Wiederum an den Schaubildern in dem Buch, bei denen Eingabe, Verarbeitung, Ausgabe getrennt ist und es nur einen einzigen Speicher gibt und man doch bitte aufpassen soll beim Programmieren, dass man nichts aus Programmzeilen liest, was eigentlich Datenspeicher sein soll. Und sowas ist ein typisches Von-Neumann-Problem, dass man sich da vertut. Es gibt zwei Taktraten, 2 Hertz und 4 Hertz. Und das spricht nun deutlich dafür, dass es ein Lern- und Lehrsystem ist. Das wäre früher schon schneller gegangen. Der Takt wird übrigens, Sie finden hier keinen Taktbaustein, ich habe zumindest keinen gefunden, der wird wahrscheinlich durch eines der TTL-Komponenten, aber da kann Thomas ja vielleicht, wenn er seine Augen schärft, noch was dazu sagen. Nichtsdestotrotz gibt es hier, obwohl es diese zwei Taktzustände gibt, zwei Taktgeschwindigkeiten gibt, 4 Tasten für die Taktwahl. Es gibt einen langsamen und einen schnellen Taktzyklus und es gibt, also den Zweier-Taktzyklus, das ist der ganz langsame, und den Vierer, den gibt es den langsam und schnell. Und langsam heißt Single Step, das heißt, wir können hier sozusagen auch Single Step. Und dann gibt es noch einen Lesmodus, der ist dafür da, dass Lochkarten gelesen werden können. Also wenn der aktiviert ist, findet die komplette Dateneingabe nicht mehr über die Tastatur statt, sondern über die Lochkarten, Daten- und Programmeingabe. Das ganze System benutzt hat einen Speicher von 128 Worten. Ich sage Worte, weil das alles 10-Bit-Einheiten sind. Also das Wort hier besteht nicht aus 8-Bit wie bei unseren Computern, aus 16, sondern aus 10-Bit und verfügt über 2048-Bit SRAM-Speicher. Diese SRAM-Bausteine, die kann man dort auf der Platine identifizieren. Ich habe da auch eine kleine Map zugemacht. Eingaben nur über Taster, also nur Nullen und Einsen, wirklich nur Binäreingabe und Binärausgabe, auch über die Glimmlampen, da gibt es keine symbolischen Codes und nichts. Es wird vollständig im Realen programmiert. Das ist ganz typisch für Geräte, die sagen wir mal, in der Preisklasse in den 70er Jahren arrangierten, dass man da mit Schaltern programmiert hat. Also denken Sie an die in Altair 8800 und ähnliche Systeme, aber auch Elektro-Lerncomputer, die auch mit Schaltern programmiert wurden, mit Tastern und so weiter und so fort. Das war nicht nur die günstigste Art der Eingabe, sondern auch die pädagogisch wertvollste Art der Eingabe, weil man da nämlich gezwungen war, wegzukommen von den mnemonischen Assemblern und mehr an die Opcodes zu denken und an die Adressierungsarten, die man in seine Programmierbefehle selbst eincoden musste. Das ist eine sehr, sehr lehrreiche Form der Programmierung, wenn man die Funktionsweise eines Mikroprozessors kennenlernen möchte, alles selbst zu übersetzen und die Nullen und Einsen sich selbst auszuklamüsern. Als Massenspeicher gab es nur einen Read-Only-Lochkartenleser, das heißt, was sie gemacht haben, war weg nach dem Ausschalten. Das ist SRAM. Nach dem Einschalten war dann wieder irgendwas im Speicher, aber nicht mehr das, was Sie da reingeschrieben haben. Programmierung in Maschinensprache, ich habe es gerade schon gesagt, binär. Der Befehlsumfang besteht aus 8 Opcodes. Die sehen Sie hier vor sich, die 8 Opcodes. Ich gehe da jetzt nicht näher drauf ein, das können Sie sich alles selbst beibringen durch intensive Lektüre. Es sind allerdings Opcodes, hier sehen Sie unter Befehlsvorrat, die es ermöglichen, diesem Computer Turing vollständig zu programmieren. Zumindest in dem Modus, in dem nicht das Programm von Lochkarten eingelesen wird. Da ist es so eine Art Finite State Machine. Aber hier haben Sie also alles, was Sie brauchen. Sie haben Bedingungsabfragen und Sprungbefehle, also Sprungbefehle nach Bedingungsabfragen. Und das ist ja die hinreichende Bedingung für ein Turing-vollständiges System. Die beiden Adressierungsarten sind unmittelbar und absolut. Unmittelbar heißt direkt in die Speicherzelle, zwischen den einzelnen Registern hin und her. Und absolut heißt, Sie können mit Speicher arbeiten. Irgendwelche Firlefanz hier mit indexierter, indirekter Adressierung oder sowas gibt es hier nicht. Das kommen dann erst bei Mikroprozessoren und das hätte auch einen wesentlich größeren Aufwand an TTL bedeutet, sowas programmieren zu wollen. Aber das braucht man auch nicht, wenn man so ein einfaches Lehrsystem konstruieren möchte. Das hier ist die Map, die ich erstellt habe. Ich habe mich dann da mit einer Lupe hingesetzt und teilweise waren die Chips schon ganz schön abgeschabt.
Das gibt es aber auch, meine ich, für online. Also wenn man sich die Platine anguckt, die ist aufgebaut wie so ein Schachbrett und hier sind jetzt die ICs drauf. Die obere Zahl ist immer das Jahr und die Kalenderwoche. Also dieser Chip hier ist aus dem Jahr 1974, Kalenderwoche 30. Ne? Und die untere Zahl ist der TTL-Name des Chips. Das kann man manchmal verwechseln, weil hier 74er-Chips aus dem Jahr 74 verbaut worden sind. Ich hoffe, ich habe da nicht immer die obere und die untere Zeile miteinander verwechselt. Hier habe ich das mal aufgelistet, was hier was ist. Und Sie sehen, das sind also alles Standard-TTL-Bausteine. Die könnte man also auch mit heutigen Mitteln, und diese Bausteine kriegt man auch heute auch noch alle, könnte man sofort so nachbauen. Jüngster Baustein, wie schon gesagt, 1973. Habe ich jetzt eben was von 74 gesagt? Ja, das lag nämlich daran, dass das... Ja, muss ich mal drüber nachdenken. Aber damals war mir das alles sehr klar. So, das war die Unterfläche. Die Oberfläche sieht folgendermaßen aus. Das Steuerwerk mit den Opcodes, wie gesagt, 3-Bit, also 8 verschiedene Opcodes gibt es. Und mit den Argumenten für die Opcodes, also den Daten, die man übergeben kann. Dann gibt es einen Program-Counter, den kann man manipulieren durch die Programmierung eines Sprungbefehls, aber anders nicht. Und dann gibt es hier die Programmstart- und die Single-Step-Taste. Der Lochkartenleser hat seine eigenen kleinen Lämpchen, die zeigen, welche Daten gerade eingelesen wurden. Und dann gibt es zwei Speicher, nämlich den Akkumulator, mit dem man arbeitet, und ein Hilfsregister. Das braucht man manchmal insbesondere für logische Operationen, dass sich also nicht die Sachen, die man macht, gleich im Operator wieder im Akkumulator überschreiben, sondern erst mal in einem Hilfsregister abgelegt werden können. Und das hier ist sozusagen der Speicher, in dem wir arbeiten. Das ist die Adresseingabe. Und da sehen Sie 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Moment, habe ich verzählt? Ne, 7-Bit Adresseingabe. Und der Speicherinhalt, der dann hier 8-Bit, 9-Bit, 10-Bit anzeigt. Ne? Also das ist schon so umgerechnet, dass die auf eine 10-Bit-Architektur kommen. Und hier können Sie die Adresse eingeben und durch den Knopfdruck auf E, wenn die Adresse drin ist, dann den Programmierbefehl mit der Adresse eingeben und abdrücken und dann die nächste. Ne? Also man muss wirklich alles per Hand machen hier. Das ist das, was im Buch zu finden war über den Moore. Dabei ist zum Beispiel das hier gar nicht beschrieben. Ich weiß bis heute nicht, was das ist. Ja. Ich habe eine Antwort darauf. Worauf? Auf das, was da links. Ja, was ist das? Ach, da steht das drin, hätte ich mal nachgucken können. Das 1:1 ist das, was die Schüler haben. Das ist das Schülergerät hier? Man lernt nie aus, selbst nicht, wenn man einen Vortrag drüber hält. Ja, was ist das für ein... Ach so, das ist die Schüler-Response-Anzahl. Ah. Also das, was die Schüler haben, die Einheit ist. Ganz klar. Also, dann steht hier jeder Leuchtpunkt für einen Schülerarbeitsplatz. Wenn eine Antwort vorliegt, leuchtet das Lämpchen. Interessant. Deswegen gibt es ja auch keine Tasten, sondern nur Anzeige. Interessant, ja. Hätte ich da nochmal reingeguckt. Ne? Aber ist hier nicht vorgesehen, oder doch hier vorne an der Seite. Also Sie sehen, das ist ein bisschen anders aufgebaut, aber vom Prinzip her scheint es ganz ähnlich zu sein. Der Befehlssatz, ich hatte eben schon darüber gesprochen, das ist die von mir selbst ausgedachte mnemonische Assembler-Schreibweise. Im Buch schlägt Helmer Frank selbst auch nochmal eine Assembler-Schreibweise vor. Die weicht nicht wesentlich von dem ab, was ich hier gemacht habe. Im Prinzip kann man das so nennen, wie man möchte. Hauptsache, es kommen dieselben Opcodes bei raus, wenn man es assembliert. Wir müssen uns sozusagen nur alle im Klaren darüber sein. Und so wird es dann eingegeben. Befehl, Argument, manchmal Adresse, manchmal Wert. Das ist ein kleines Demo-Programm, das ich geschrieben habe. Das soll einfach eine Schleife von 10 Bit auf 0 runterzählen und das dann anzeigen. Also alles, was man in dieses... Register schreibt hier, wird auch gleichzeitig angezeigt, ne, in das S0-Register. Das heißt, da leuchten dann die Lämpchen. Hätte man so ein schönes Zähllicht gehabt, aber wie gesagt, lässt sich ja so nicht programmieren. So, da hatte ich eben schon drüber gesprochen, wie wir an die Informationen gekommen sind. Und da ist das hier quasi das, was ich gemacht habe, um Ihnen das, was ich Ihnen jetzt gerade erzählt habe, nämlich diesen Assembler zu rekonstruieren. Also das zu lesen, zu verstehen, wie der Programmaufbau ist, im Vergleich auch mit anderen Assemblern, die ich schon kenne, anderen sehr einfachen Assemblern, die wenige Funktionen und wenige Adressierungsarten haben. Und da erschien mir das sehr evident, zumal die Demo-Programme, die haben mich sozusagen ex post bestätigt, was ich in den Aktenordnern gefunden habe, an Moore-Lernprogrammen und so weiter und so fort, das ich damals noch gar nicht kannte, als ich diesen Assembler entworfen habe und analysiert habe, haben das bestätigt. Ich habe ein paar dieser Programme miteinander mit dem verglichen, was ich meinte, verstanden zu haben und habe diese Programme lesen können. So, also ich habe nie irgendein Programm in diesen Computer eingegeben, sondern ich habe mir was ausgedacht und einen Text gelesen und festgestellt, dass der Text, den ich lese als Input, mit dem, was ich denke, funktioniert. Das heißt, dass da ein Output bei rauskommt.
Also im Kopf jetzt. Und das ist genau natürlich einer der großen Vorteile der Annäherung an Computer im, man könnte sagen, im Bottom-Top-Verfahren. Also wenn man nicht von oben nach unten versucht durchzudringen, sondern wenn man das System sozusagen von unten, von der TTL-Ebene hier oder von der elektronischen Ebene nach oben hin aufbaut. Und das ist aber auch genau das, was die Rechnerkunde vorschlägt. Dann kam es zu dem Nachbau des Lochstreifenlesegeräts durch Marius Groth. Der hat also hier, wir haben dann natürlich sofort das Ding aufgemacht, nachdem wir das aus Paderborn hier hatten. Das musste ein bisschen aufgebogen und aufgeschraubt werden. Das war in einem Metallgehäuse. Und da hat sich das hier gezeigt. Also diese Platine ist nun ganz ziemlich eindeutig handgemacht. Ne, handgeätzt, handgemalt. Sie sehen hier, wenn Sie mal korrespondieren, unten im Fundus sich die Kittler-Platinen angucken, das ist schon alles fast Handschrift, ne? Nicht dieselbe Handschrift, aber Handschrift. Also hier ist nichts geroutet worden. Aber das Teil hat funktioniert. Hier ist ein kleiner Schlitz, durch den die Lochkarte läuft. Und das hier sind kleine Lämpchen, die leuchten durch die Lochkarte durch. Da, wo ein Loch ist, wird auf der anderen Seite ein Kontakt ausgelöst. Und dieser Kontakt wird über Elektronik dann an den Computer vermittelt. Das wurde nachgebaut und wir haben uns dann überlegt, ja, wo sollte man diese durchziehen, so ganz wie so eine EC-Karte, so einmal durch den Schlitz ziehen und das Programm drin? Nee, das passt ja mit der Taktung gar nicht zusammen. Wie soll denn das bloß funktionieren? Und dann hat Marius sich gefragt, was ist denn hier für eine fette Spule? Und hat festgestellt, okay, da ist offensichtlich ein Gerät drin, das daran arbeitet, die Lochkarte durchzuarbeiten. Aber da muss ja trotzdem irgendjemand drücken oder ziehen. Und das ist uns aufgefallen, na klar, sowas legt man doch nicht auf den Tisch. Das hängt man an die Wand. Das ist also ein Wandaufbau. Und dann steckt der Lochkartenleser hier so drin und Mutter Gravitation erledigt dann die Arbeit für uns. Die zieht die Karte nach unten und das Ding hier ist nur dazu da, die Karte an einem bestimmten Punkt zu stoppen. Da gibt es sozusagen ein Stopploch, um anzuhalten, Daten zu lesen, dann den Stift wieder rauszuziehen, damit es ins nächste Loch fällt und dann wieder zu stoppen. Und das sind natürlich Elemente, bei der sozusagen das Denken des normalen Informatikers versagt. Da würde er also jetzt nicht drauf kommen zu sagen, das ist nicht Informatik, so, das ist Physik. Hier wird sozusagen mit Physik komputiert, im gewissen Sinne natürlich folgerichtig. Das ist ja in der technischen Informatik auch so, dass die nicht sich alles selbst ausdenken, sondern dass da vieles eben aus der Festkörperphysik und aus der Mechanik und so weiter und so fort kommt. Hier natürlich dann voll Mechanik drin. Aber das spielt wird in dem Buch nicht gesagt, das spielt also in der Rechnerkunde keine Rolle, wie das gemacht wird. Das ist sozusagen ein Ingenieursproblem, auf das wir hier gestoßen sind. Ja, was spielt denn in der Rechnerkunde überhaupt eine Rolle? Und da komme ich jetzt fast schon am Ende, aber noch nicht ganz, zu dem, was kybernetische Pädagogik eigentlich sein möchte. Und die expliziert Helmer Frank sehr, sehr genau im ersten Kapitel hier, sagt, wofür die gut sein soll. Da gibt es also einen großen Teil darüber, dass er erklärt, wie man kybernetische Pädagogik anwendet auf Rechnerkunde, also darauf, Computer zu lernen und Computer zu lehren. Und macht das so explizit, dass er das einfügt in das Modell der kybernetischen Pädagogik, das auch an anderen Orten auftaucht. Ich muss hier einen Schluck von meiner Mate nehmen. Lassen Sie mal dieses Sechseck auf sich wirken. Denn es gibt eine Reihe von, es sind das fünf Stufen der wissenschaftlichen Untersuchung des Phänomens Rechner. Dazu gehört erstens die philosophische Stufe, in der Logik, die Denkatome und deren Implementierung betrachtet wird. Zweitens die algorithmische Stufe, ich glaube, ich habe das gleich auch nochmal aufgelistet, die algorithmische Stufe menschlichen Denkens, die er Objektivierungsprozesse nennt. Drittens die ingenieurskybernetische Stufe, bei der physikalisch-chemische Realisierung stattfindet und die Technologie des Rechners sozusagen hergestellt wird. Viertens die forschungsorganisatorisch-wissenschaftliche Stufe, in der Rechner endlich als Werkzeuge in Forschung, Gesellschaft und Medientechnologie eingesetzt werden. Und fünftens die wirtschaftswissenschaftlich-soziologische Stufe, die Veränderung der Produktionsverhältnisse durch den Einsatz von Rechnern. Und er sagt, Informatik ist nur mit einem kleinen Teil davon befasst. Das heißt, wenn man das Ganze im Gesamtzusammenhang betrachten möchte, dann muss man diese anderen Stufen mit einbeziehen. Deswegen betrachtet diese Grafik also das Lernziel, wozu lernt man etwas, wozu wird Computerkunde gelernt oder gelehrt, nämlich eben um Wissen über Computer zu haben, wobei die Sozialstruktur, also die Einflüsse, ne, ist es laut oder leise im Raum, tatsächlich auch mit solchen Variablen, ne, also wobei, in welchem Situationszusammenhang, wie herrscht der da, ist das eine gestresste Situation, ist das eine eher freie Lernsituation, da kommen auch viele didaktische, pädagogische Elemente zum Einfluss. Wem wird Lehrinformationen übermittelt?
ne, also wer ist der Lernende, richte ich mich an Grundschüler, Erwachsene und so weiter und so fort. Das erfordert jeweils eine andere Pädagogik wie sich, und Didaktik, wie sich vorstellen. Was ist der Lernstoff? Hier geht es um Computer, ne, also wie sie funktionieren, wie sie aufgebaut sind, wie sie programmiert werden. Und das hier ist der entscheidende Punkt, wodurch wird vermittelt. Wodurch und womit wird gelehrt? Die Medienkonfiguration. Deswegen nennt er das auch M, Medienkonfiguration. Und da ist nun, fällt der More in eins mit dem, was gelehrt wird. Mit dem More über den More lernen. Ich habe Ihnen das ja gerade schon mal gesagt. Das ist also hier das Entscheidende. Und jetzt ist die Frage, nachdem diese, der hat das hier so schön als Variablen dargestellt, L, M, P, S und Z, die Bildungsfelder als eine Didaktikfunktion, also jede Didaktikfunktion muss diese Bildungsfelder abdecken. Das müssen Sie sich beim Englischunterricht genauso fragen wie, was weiß ich, wenn Sie Ihrem Kind Mensch, ärgere dich nicht beibringen wollen. Ist halt die Frage, welchen Bildungsalgorithmus benutzen Sie? Ein Bildungsalgorithmus, davon handeln etwa 150 Meter Literatur, die wir aus Paderborn mitgebracht haben. Also was ist ein Bildungsalgorithmus? Wie lässt sich kybernetisches Denken als eine Art von Pädagogik und didaktisches Prinzip verwirklichen? Den gilt es zu finden, diesen Bildungsalgorithmus. Und da macht er hier eine Menge auf und sagt, die Menge, die Didaktik einer Rechnerkunde mit More enthält sozusagen diese spezifischen Bildungsfelder und als M den More. Und das ist das Prinzip, das komplett durchgezogen wird. Und er hat witzigerweise, hat er eine, weiter im Weiterbuch hier eine Zahl stehen, 32. Ich dachte, wo kommt denn diese 32 her? Und dann steht irgendwo in der Fußnote, ja, in meinem Buch so und so habe ich die 64 möglichen Kombinationen von Bildungsfeldern aufgelistet, was wann wo wie gemacht wird. Und für diesen Einsatz hier, für Rechnerkunde, ist Bildungsfeld 32 optimal. Das heißt, da gibt es ein richtiges Programm, welchen Inhalt man mit welchen Didaktikfunktionen am besten rüberbringt. Und hierfür ist 32 zuständig. Das ist also, das ist ein, wenn man das dann nachschlägt und durch die Literatur folgt, ist das sehr stringent. Also technische Inhalte vermitteln, welche mathematischen Grundkenntnisse müssen da sein, wie muss die Situation im Zimmer, im Klassenraum und so weiter und so fort beschaffen sein und so weiter und so fort. Diese 5 Stufen hatte ich Ihnen schon gerade genannt. Wie macht er das konkret? Das Buch ist so aufgebaut, es gibt von Helmer Frank geschrieben, die elementare Einführung in die Nachrichtenverarbeitung. Und der macht das genau so, wie ich das gemacht habe, bis dahin, ohne das Buch zu kennen, für unser medientechnisches Wissen. Weil es immer wieder dieselben Probleme sind, an die man zuerst stößt, wenn man so einen Bottom-up-Ansatz verfährt. Erstmal müssen die Leute lernen, was ist Binärcode. Ne? Also was heißt digital? Digitalcomputer, Binärcode. Um dann mit diesen Binärziffern, nachdem man sie umgerechnet hat, dezimal, binär, binär, dezimal, Arithmetik zu betreiben. Also wie rechnet man im Dualzahlsystem in Analogie zum Dezimalsystem. Und dann auch bei mir kommt Logik dran. Logik, logische Funktionen und Schaltalgebra, logische Funktionen, aber vor allem für die Programmierung, wenn es um Maskierung geht. Es geht darum, irgendwelche Bits aus irgendwelchen Registern oder Adressen rauszumaskieren. Dazu braucht man bestimmte logische Operationen. Das ist sozusagen schon die technische Anwendung von Aristoteles, könnte man sagen. Dass man also vorher und oder nicht und exklusiv oder kennt, um sie dann auf diese Weise einzusetzen. Und dann genau mein Paradebeispiel, jetzt baut man Addierer, jetzt baut man Gerät, erstmal auf Papier an einer Tafel, mit dem man 2 duale Zahlen, erstmal 2 Ziffern addiert, um Halbaddierer herzustellen. Und wir haben das jetzt gerade in Minecraft gemacht, einen Halbaddierer gebaut. Und dann baut man daraus einen Volladdierer. Das heißt, dass man einen Übertrag, ne, wenn Sie 9 plus 3 rechnen, dann wissen Sie, da kommt 2 bei raus und 1 im Übertrag. Ne? Und dass man diesen Übertrag mit berücksichtigt. Und dass man das klar macht, wie das logisch funktioniert und also wie das als Schaltung funktioniert und wie der Computer damit rechnet. Damit hat man im Prinzip den Computer als Rechner schon erklärt. Und dann geht auf die Hardwarestruktur ein, also die Rechnerarchitektur selbst anhand von More und die verschiedenen Funktionen, die ihr hier habt, wo ich schon gesagt habe, hier 2-4-Takt-Zyklus, Lesezyklus, also in externe Programmsteuerung nennt ihr das, nämlich Programm, das über die Lochkarte eingelesen wird und das den Computer in eine Art von Zustandsautomaten verwandelt, weil mit einer Lochkarte sind Schleifen nicht möglich, die Gravitation wird immer nur nach unten und nicht nach oben, das heißt, die Karte kann nicht wieder nach oben, wenn sie einmal nach unten durchfällt. Und bei der internen Programmsteuerung, wo das Programm sich selbst steuert und sich sogar selbst modifizieren kann, ne? Also typisch Turing-Maschine. Und dann kommt dieser soziokulturelle wirtschaftliche Überbau, Übertragung auf aktuelle kommerzielle Rechner. Und der zweite Teil des Buches ist dann quasi Anwendung in der Schule. Frau Meier hat dann also zahlreiche Beispiele, wie der Computer eingesetzt wird, welche Probleme sich lösen lassen, die also auch immer komplizierter und komplexer werden und dabei die Möglichkeiten der Maschine, die alles Berechenbare berechnen kann, praktisch vorführt. Ich habe ein paar Zitate gefunden, die ich so
lesen Sie das Buch selbst. Ich glaube, wir haben es mittlerweile gescannt und dann an irgendeinen Ort hochgeladen. Aber zumindest den hier unten, den muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Ich lese mal vor. Zu Anfang, falsch, nee, den oben meine ich. Didaktisch falsch ist die Einführung in die Datenverarbeitung anhand von problemorientierten Programmiersprachen, in Klammern Algol, Fortran, COBOL oder andere, da diese den Blick auf die durch den Rechner vollzogene Objektivierung trüben, wenn nicht überhaupt verbauen. Erst nachdem die Grundfunktion eines Rechners anhand eines Programmierversuchs in Maschinensprache oder einer maschinennahen Sprache vertraut gemacht wurde, besteht beim Lernenden ein Bedürfnis und zugleich die erforderliche Vorkenntnis, höhere Programmiersprachen kennenzulernen. Erst Assembler, dann Java, könnte man sagen, so die Reihenfolge, ne? Also, dass man erstmal die Maschine auf Basis der Programmierung kennenlernt und dann die höheren Programmiersprachen, und zwar wie er das vorschlägt, indem man vielleicht sogar sich selbst eine höhere Programmiersprache ausdenkt, auf Basis der Kenntnisse, die man erworben hat. Weiterhin, hands-on, absolute Imperative, er schreibt, sobald wie möglich im Rechnerkundeunterricht den Rechner selbst hinstellen. Nicht von Computern reden, sondern Computer zeigen und zur Anwendung bringen. Und weiterhin bei der Fehlersuche, Fehler nicht so behandeln, wie man das in Klausuren macht, als ein Problem, sondern als eine Möglichkeit. Ne? Nichts lernen wir durch Programme, die funktionieren. Aber wenn das Programm nicht funktioniert, lernen wir eine ganze Menge, insbesondere bei Assembler. Und bei mir in den Kursen wird nach wie vor, seit eh und je, mit dem Kopf debuggt. Wir haben keine Debugger, wir haben keine Single Steps, da wird einfach das Programm durchgedacht, solange bis die Köpfe rauchen und man den Fehler dann gefunden hat, weil man endlich so angefangen hat zu denken wie die CPU und den Fehler auf diese Weise findet. Gut, Demonstration kann ich Ihnen im Prinzip nur deiktisch, ne? Also das ist der More, demonstrieren, weil nach allen Hin- und Herversuchen lässt sich hier nichts programmieren. Sie können ihn sich aber trotzdem gleich nochmal angucken, nur bitte seien Sie vorsichtig beim Aufklappen. Da ist ein Netzteil drin, das 220 auf 5 Volt runterregelt, damit hier TTL-Spannung drin ist. Ich möchte die Gelegenheit aber nutzen, dieses Demonstrationskapitel kurz zu koppeln an das, was ich hier eigentlich mache, um dem Titel versprechen, nämlich die Aktualisierung kybernetischen Lernens nachzukommen. Er schreibt hier, der induktive Aufbau von Programmieren und Systementwicklung sei sozusagen das A und das O, ne, mit dem kleinen Anfang und zum Komplexeren hinzukommen. Das ist exakt der Aufbau, den wir in unserer Lehrbuchreihe Medientechnisches Wissen auch vollzogen haben. Also von der Logik über die Informationstheorie bis hin zum Computerbau. In einzelnen Schritten und sehr ausführlich, nicht nur in Lehrsituationen angepasst, sondern schreibt Frank auch explizit als autodidaktische Lektüre empfohlen. Also sozusagen als Programm oder als Buch, das man sich neben den Computer legt. Und es gibt das Bonmot von Thomas Kurtz, einem der Mitentwickler von BASIC, der mal gesagt hat, und das für Entwickler von einer Lehrprogrammierung, Programmieren lernt man nicht in Kursen, sondern indem man sich hinsetzt und programmiert, ne, und zum Beispiel Fehler macht und daraus lernt. Und diese Autodidakten, davon haben die 70er und 80er Jahre gelebt, das sind heute die in den IT-Vorständen sitzen, die in den 80er Jahren autodidaktisch programmiert haben. Ne, das ist also ein ganz anderer Zugang. Er stellt medienepistemologische Hintergrundfragen, die stellt er schon vor dem Hintergrund der Frage, woher kommt die Logik, was ist Mathematik, was heißt eigentlich diskret im Vergleich zu kontinuierlicher Mathematik und so weiter und so fort, die bei uns in der Lehrbuchreihe und auch bei uns im Unterricht natürlich zentral sind. Ne? Den Computer als Maschine, die Wissen generiert, Wissen verwaltet und Wissen formatiert auch zu sehen. Hardware immer als die Bedingung von Software und nicht andersrum. Ne? Auf der Hardware läuft die Software. Und ergibt keinen Sinn, einen theoretischen Vortrag über ein Computerprogramm zu halten. Man muss es zeigen, man muss es sich über sich selbst sprechen lassen. Das hätte man 1973 schon durchaus sagen können, dass hier veraltete Technologie zum Einsatz kam. TTL ist nur nicht ganz veraltet 1973 gewesen. Dennoch gab es 1973 Mikroprozessoren und auch schon zu kleinem Preis. Also für unter $500 hätte man hier auch schon eine 8008 einbauen können oder eine 8080, die wäre dann ein Jahr später gekommen. Nichtsdestotrotz, die offene Struktur einer TTL-Schaltung, bei der man tatsächlich die einzelnen Logikfunktionen auch noch mit einem Messgerät messen kann, das haben Sie bei einer CPU nicht mehr. Und darum ging es jetzt Helmer Frank, in der Rechnerkunde zumindest nicht, den Computer auch auszumessen, aber darum geht es uns. Also ich habe es vorhin erzählt, eine Multiplikationsroutine zu schreiben und dann einen Logikanalysator in den Datenbus zu hängen, um zu zeigen auf dem Oszilloskop, ja, das Ergebnis ist richtig. Ein computerphilologisches Reenactment, das haben wir nun vollzogen hier in mehrfacher Hinsicht, indem wir Texte gelesen haben, indem wir den Computer in unseren Kopf eingeladen haben, um die Programme dort laufen zu lassen, wenn wir sie schon nicht hier laufen lassen können. Und wir werden zu Recht sagen, was ist denn das für eine Medienarchäologie, die jenseits der Geräte argumentiert. Ich fordere aber auf dem Wege dazu auf, Alan Turing nochmal beim Wort zu nehmen, dass eine Turing-Maschine eben auch eigentlich nichts anderes ist als ein Mensch mit Geduld, Regeln, Papier und Stift.
Und das kann man ganz gut durchexerzieren. Also gerade in Assembler-Kursen kann man das erstmal alles auf dem Papier machen lassen, um dann den Aha-Effekt zu erleben, wenn ich das eintippe, funktioniert so, wie ich es mir gedacht habe. Und das steht noch aus. Ne? Also gucken, vielleicht können wir das Gerät, wenn es bei euch ist, dann ja mal reparieren. Und dann steht das noch aus, mein Programm endlich mal zum Laufen zu bringen, dass alle Zahlen von 10 Bit nach 0 runterzählt. Und eben auch hier Medien als interdisziplinäre Objekte zu sehen. Das macht sowohl Helmer Frank, indem er schon in seinem Fünf-Schichten-Modell sagt, dass natürlich die Physik und die Chemie auch einen Teil an der Rechnerkunde haben müssen. Nicht an der Informatik, an der Rechnerkunde. Und dass natürlich auch die Soziologie und die Wirtschaftswissenschaften eingeladen sind, zu partizipieren an dem Wissen, das wir generieren. Er war da sehr praxisorientiert, hemdsärmlich könnte man fast sagen, daraufhin bedacht, dass da Leute aus der Schule rauskommen, die einen Job erledigen müssen. Also er war nicht daran interessiert, Akademiker zu produzieren, die sich gepflegte Gedanken über Computergeschichte gemacht haben. Das machen wir hier, sehen aber genau dasselbe wichtig werden, indem wir hier in der Buchreihe zum Beispiel sowas machen wie Mathematik oder Chemie für Medienwissenschaftler, weil wir merken, wir kommen ohne das nicht richtig weiter. Ne, nicht richtig weiter, wenn wir immer nur darüber sprechen, anstatt es auch zu verstehen und zu machen. Gut, das habe ich heute noch gefunden, zufälligerweise. Ich will es Ihnen noch kurz zeigen, auf welchen Rate. Die neue Ausgabe der Login, das ist die Gesellschaft für Informatik, gibt zwei Zeitschriften daraus. Eine dieser Zeitschriften ist eine Zeitschrift für Leute, die sich für Informatik interessieren. Das andere ist eine für Leute, die sich für Informatikdidaktik interessieren. Und das ist die Login. Und in der Login gibt es heute einen schönen Kurs, der heißt die von Neumann-Prinzipien erleben. Und das ist ein mehrseitiger Kurs, der stellt vor, wie man im Schulunterricht eine von Neumann-Maschine konstruiert und in Assembler programmiert. Das System, das dafür genutzt wird, ist der MOPS. Ich habe hier unten noch einen Kurzlink hin, wenn Sie es mal ausprobieren wollen. Der MOPS, das ist ein Modellrechner mit Pseudo-Assembler. Pseudo-Assembler habe ich selbst gemacht, ne, für den More. Und Modellrechner, naja, das haben wir nun heute schon ein paar Mal gehört. Ne? Insofern, es ist nach wie vor nicht inaktuell, auf diese Weise an Computertechnologie heranzugehen und diese Geräte zu nutzen. Ich habe vorhin im Signallabor gesagt, damit bin ich jetzt wirklich am Ende, dass das hier der Urahn nicht nur der Einplatinencomputer ist, die in den 70ern und 80ern viel Lehre benutzt wurden, sondern auch der Arduinos, Calliopes, Raspberry Pis und so weiter und so fort, die Computer als Hardware vorstellen, um sie dann greifbar, didaktisch zu vermitteln. Gut, und ich glaube, das hat das Institut für Kybernetik sozusagen als Schatten zumindest auf die 2010er, 2020er Jahre geworfen, könnte man meinen. Hoffentlich. Vielen Dank.